Bayern Sau. Hey Leon, du Bayern Sau. Judas 2.0 und Sau, du. Rexau, zieh die Scheiße, zieh das Trikot aus. Zieh mein Trikot aus. Ehrenloser Hund. Ich bin froh, dass so viele Kinder hier sind. Ich will nur die vom Platz holen. Bayern Sau. Hey Leon, du Bayern Sau. Judas 2.0 und Sau, du. Rexau, zieh die Scheiße, zieh das Trikot aus. Zieh mein Trikot aus. Ehrenloser Hund. Ich bin froh, dass so viele Kinder hier sind. Ich will nur die vom Platz holen. Von mir aus kann er sofort gehen, auch ohne Geld, weil ich möchte ihn im Schalker Trikot nicht mehr sehen. Eigentlich könnte er auch jetzt ablösefrei direkt gehen. Ne? Vielleicht hat er ja die Lederhose schon drunter, weiß man ja nicht, keine Ahnung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Entscheidung erst gestern getroffen worden ist. Ich kann mir vorstellen, dass er das schon länger weiß. Und ich glaube, damit hat er sich auch keinen Gefallen getan gegenüber den Zuschauern. Ich hoffe, die Fans werden ihn auch dementsprechend morgen im Stadion empfangen. Es ist traurig, dass er den Verein so lange noch gehalten hat. Dass er irgendwann einmal geht, ist klar. Aber dann die Aussage, er will mit Schalke DFB-Pokal gewinnen. Auf der anderen Seite wechselt er, weil er mit Bayern Titel gewinnen will. Das ist eine Frechheit, das ist ein Witz. So was, das ist Verarschung. Er ist es einfach nicht mehr wert, im Schalker Trikot aufzulaufen. Er ist es absolut nicht wert. Er selber hat ja noch nicht mal richtig groß Stellung dazu genommen. Das, was er da bei Facebook veröffentlicht hat, ob er das selber veröffentlicht hat, wage ich auch zu bezweifeln. Fand ich schon sehr arm, was da ganz von ihm abgegangen ist. Also das war unter aller Sau.